Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy Natürlich. VII. In der letzten Folge haben wir endlich die Beschwörung bekommen, die wir wollten. Wir mussten dafür durch die Lüftungsanlage, in der sich eine Königin befunden hat, für diese komischen Insektenviecher. Und es war einfach die reinste Qual, da durchzulaufen. Und oh. Aber wir haben es jetzt, wir haben es jetzt. Wir sind endlich beim Makro-Reaktor angekommen und jetzt geht's los. Also, noch ein Weiter bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. So, da wären wir nun im Makroreaktor. War ein langer Weg hierher. Und ich bin froh, dass ich diese komischen ganzen Kackviecher nicht mehr sehen muss. Ich kämpfe lieber gegen Humanoide. Die sind wenigstens nicht so nervig. Oder Roboter halt. Aber Roboter gehen noch, finde ich. So, den Aufbau dieser Makro-Scheiße müssten wir eigentlich kennen, wenn nicht hier alles Und wie vollgestellt geht's wäre. Jetzt weiter? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, wie praktisch. Alter, vor Coolness. Wer sagt, dass du älter bist als ich? Alles klar. Wir rutschen mal runter. Hui! Gleich gibt's einen Bossfight. Ich seh's doch. Zack. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. Hehe, ich wusste es. Kiste. Ich finde sie alle, Leute. Ich finde sie einfach alle. Drei Wolfsbautrank. Ah, Bossfight. Ich seh's doch kommen. Ich seh's doch kommen. Naja, was soll's. Wir haben neuen Beschwörer. Seht mal, wenn so ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Ha, zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Das nächste Problemchen habe ich gelesen. Der nächste Problemkern. Ja, gut. Ich glaube, der ist dafür geeignet, um auf dem Wasser zu kämpfen, oder? Der hat ja unten so ein Schlauchboot. Mal sehen. Wir werden höchstwahrscheinlich irgendwann gegen sowas kämpfen müssen. Aber jetzt noch nicht. Okay, nichts zum Ausruhen hier. Oh, Barrett, danke, dass du sie mir zeigst. Phönixfeder kann man immer gebrauchen. Auch wenn ich momentan nicht so viel eingesetzt habe. Einen habe ich, glaube ich, eingesetzt. Aber es passt schon. So, wir sind schon am Ziel, ne? Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erster Gelegenheit die Flucht ergriffen. Was zum... Ach, die kleinen Viecher. Volle Konzentration, nicht weiter. So, einmal den Arrow-Round-Schlag hier. Zack. Da lebt noch was. Ich wollte schon sagen. Ach ja, das sind gute Gegner. Da unten müssen wir hin. Ah, da sehe ich so einen kleinen Roboter. Es sieht so cool aus mit diesen Generatoren, ne? Wieso haben wir sowas denn echt nicht? Wieso sehen unsere Generatoren alle so scheiße aus? Nur noch ein Stück. So, die nächsten Dieser kleinen Geruch. Gegner. Wo Erweckt sind sie? Erinnerungen. Ach, da unten. Eine Sekunde, ich muss kurz was kaputt machen. Dankeschön. Eine Sache von Sekunden. Das will ich doch schwer machen.
Ach, die schießen. Lol. Oh, setzen wir ein paar Fähigkeiten ein. Hier, Schwertsturm. Zack, zack, zack. Genug. Solche Kämpfe mag ich, Leute. Aber das Ding ist, die sind zu einfach. Was passiert, wenn Gegner zu einfach sind? Es kommt ein verdammt starker Gegner. Davon können wir schon ausgehen. Aether. Uff. Irgendwas wird unten passieren. Vielleicht wird da ein Soldat auftauchen. Mal gucken. Ah, ich sehe es doch schon. Zwei Stück. Na dann. Achtung! Oh, die Türsteher? Mit Laserverstärkung. Die knöpfe ich mir vor. Oh, die sind zu zweit. Oh, okay, Verteidigung brauche ich bei denen, glaube ich, nicht. Ich muss einfach nur rollen. Au. Oh, ja gut, wenn ich von beiden anvisiert werde, ist das natürlich scheiße. Aber das kriegen wir schon hin. Ich habe gerade gesehen, die haben Unterstützung. Laserkanone. Au. Ja, danke, wie unfair. Hat er gerade gesagt, fick dich? Ich werde attackiert, Leute. Beschützt mich doch mal. Ah, toll, jetzt habe ich keine MP mehr, ne? Muss das beenden. So, na komm. Ah, okay. Blitz gegen Laserkanone. Barrett macht Blitz gegen die andere Laserkanone. Keinen Kopf. Was auch immer du da planst, lass. Die sind einfach zu zweit, denn wie unfair ist denn das? Oh, ich habe bald mein Limit. Nee, wir machen mal jetzt keine Fähigkeiten. Wir setzen gleich Chakra ein, um uns zu heilen. Wobei, ich könnte auch Gegenstände. Ich habe genug Heiltränke. Ah, die Heiltränke sind zu billig, ne? Chakra ist ja umsonst. Also von daher. So, perfekter Zeitpunkt für ein Impulshieb. Sehr gut. Oh, schockanfällig, ja. Schnell, bevor der andere mich angreift. Oh. Ah, okay. Nicht den angreifen, den. So, nochmal Chakra für mich. Oh, das habe ich gesehen. Der wollte mich. Okay, schnell impulsiv. Okay, perfekt. Und ich habe mein Limit. Ah, netter Zeitpunkt. Jetzt wird abgerechnet. So will ich das sehen. So, Barrett, schnell Fähigkeiten. Schockschuss. So, tiefer. Fähigkeiten. Hackentritt. So, Cloud. Fähigkeiten. Guter Griff. Und dann müsste er weg sein. Ja. So, jetzt ist es nur einer. Kinderspiel. Eigentlich kann ich jetzt auch Offensivhaltung wählen, ne? Ja. Easy. So. Dann wollen wir ihn auch mal ein bisschen schocken. Den kleinen Sack. Ziemlich schwach. Er ist schockanfällig, Leute. Haut drauf. Geh doch zurück in die Offensivhaltung. Mein Einsatz. Okay, los geht's. Mutangriff. Okay, nochmal. Aber das war ein guter Kampf. Das habe ich richtig gut hingekriegt. Alter Schwede. Weiter geht's. Okay. Lass uns mal ganz kurz mit Heiltränken füllen. Aber wahrscheinlich kann man sich hier im Boss ausruhen. Das ist bestimmt so. Ich weiß, ich bin
egoistisch, ich heile nur mich selber. Komm. Jetzt, die anderen sind ja jetzt auch schon ein bisschen geheilt. Komm, Tifa kriegt noch ein bisschen was. Ich meine, wir haben ja genug. Ne? Ich muss ja nicht geizig sein. Und die kann ich sowieso im Kampf nicht einsetzen. Aber das sieht da aus, als würde ich da einen heftigen Kampf haben. Hm. Oh je, oh je, oh je. Waren beim letzten Mal auch so wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja. Schutzweste. So. Ach ja, stimmt, er hat ja auch eine neue Waffe bekommen. Schutzweste. Vitalität erhöht sich um 5. Ich glaube... Ja, Barrett ist unser Tank. Den kriegst du, die Schutzweste. Und... Der Gatling-Laser ist noch nicht bei 100%, ne? Ja, der ist sowieso nur für Magie gut. Wir werden das auf jeden Fall später raufsetzen, nur um das halt zu vervollständigen. Aber Barrett ist jetzt bei 60%. Tiefer müsste überall bei 0 sein, weil ich sie nie einsetze, naja. Aber ich spiele am liebsten halt mit Cloud. Ich mag Cloud. Okay, das Wasser sieht seltsam aus. Ah ne, das ist Makro. Das ist die Makroenergie der Erde. Die wird da in die Tanks gesaugt, das sieht man richtig. Durch die Wellenbewegung. Okay, hier ist doch kein Kampf. Aber hier jetzt doch. Beim letzten Mal war da auch ein Kampf. Oh oh. Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Alles klar? Oh. Tifa. Hm? Erinnerung. Das war übrigens Sephiroths Schwert. Ganz lang. Ganz geil. Er hat den längsten. Was ist mit dem Timer? Der hat nichts zu melden. Diesmal zündet das Baby ferngesteuert. Dafür hat Jesse gesorgt. Wir bringen uns in Sicherheit und dann klick. Kawum! In Sicherheit? Wo immer das ist. Hm. Wir nehmen den Weg, den wir gekommen sind. Zurück zum Haupteingang. Am Pranger. Hey, die Leute filmen ja das Ganze. Richtig professionell. Und, Hey, Moment! Warte! Was war das denn? Wie gemein! Zu perfekt. Also werden wir wirklich beobachtet? Hui! Willkommen in unserem bescheidenen Heim, Ungeziefer. Euer Gastgeber ist niemand Geringeres als der Leiter der Sicherheitsbehörde und Generalmobilmacher. Der große Heidegger. Der Anführer Ihrer Armee. Fühlt euch geehrt. Eure perfiden Machenschaften werden nämlich gerade live in ganz Midgar übertragen. Was geht hier vor? Wir berichten live von Reaktor 5. Nach Analyse der Anschlagsdrohung vermutet der Shinra-Konzern, dass dieser Reaktor das Ziel sein wird. Die Täter wurden bereits lokalisiert. Man arbeitet fieberhaft an ihrer Festnahme und der Bombenentschärfung. Zu den betroffenen Gebieten. Live aus den Slums von Sektor 5. Als Reaktion auf die neueste Anschlagwarnung... Sind wir euch eigentlich völlig egal? ...des Shinra-Konzerns eine sofortige Evakuierung angeordnet. Mach schon! Nach dem verheerenden Anschlag auf Reaktor 1... reagierte die Bevölkerung mit großem Hass auf die Täter und ihre Motive.
Direktor Shinra verspricht, die Bürger vor allen Gefahren zu schützen und Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Also dann, die zu Recht aufgebrachten Bürger Midgars haben eine besonders unterhaltsame Vorstellung verdient. Mit einem spannenden Höhepunkt. Der Blechklotz? Unser neuester Genie streicht ein fulminantes Waffensystem. Der Airbuster wird ein Exempel an euch statuieren. Das war ein Hologramm, Leute. Bericht des Wartungstrupps. Der Airbuster ist im Augenblick zu 60% bereit. Wir brauchen länger als erwartet. Wir sind auf Sendung. Befehl an das Sicherheitspersonal. Die Eindringlinge sind umgehend festzunehmen und zur Brücke zu führen. Nein, nicht die. Ihr macht auch nur einen Bock. Ich wiederhole, an das gesamte Sicherheitspersonal. Ja, wir versuchen es mal ein bisschen offensiv. Neuer Versuch. Nein, okay, offensiv wird nichts. Offensiv wird nichts. Alle auf mich! Wenn ihr das vergeigt, fliegt ihr in hohen Bogen aus Midgar, ist das klar? Das sollte reichen. Ich hasse diese kleinen Mistkerle, ne? Eine Order des Tages! Ich verdecke dich! Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommando. Ich kann eigentlich nur verteidigen und angreifen. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommando abführen! Ist das alles? Au, was war denn das? Okay, Tifa. Achso, Tifa hat gerade schon Fähigkeiten eingesetzt, ja. Läuft ja eigentlich ganz okay. Einer ist schon mal weg. Zweite ist weg. Oh, der dritte ist auch weg. Schnauze halten! Und zur Kommandobrigade führen. Momentan läuft alles nach Shinras Plänen, was? Ja, die Mistkerle manipulieren die Nachrichten nach Lust und Laune. Eindringlinge sofort festnehmen. Nicht mehr lange. Und zur Kommandobrigade führen. Ja, wir haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ein Exempel statuieren? Ha! Wir werden den Robo zerlegen. Auf das Shinra sich in Grund und Boden schämt. Ja, machen wir. Oh, die Kommandobrücke. Oh, ich hab Flashbacks. Nein, ich will nicht. Oh Gott, das wird ein harter Kampf. Ah, das wird nicht gut. Eindringlinge sofort. Ey, ist ja gut. Wegen dir kann ich kaum reden. Ich kann mich nicht konzentrieren. Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke. Wir kriegen das hin. Irgendwie kriegt man es ja immer hin. Sekiro habe ich auch hingekriegt, also wieso nicht das? Eindringlinge sofort festnehmen und zur Kommandobrücke abführen. Ich wiederhole. Liefert das umgehend ab! Der Stabschef wartet nicht gern! Fracht verladen! Ebene B8, Transport starten! Okay, sind bereit! Oh, hallo? Alarm! Festnehmen! Ah, das sind doch Gegner, auf die ich zielen kann. Ja, dann eine Shotgun, ey. Scheiße. So, wisst ihr, was ganz gut kommt? Das. Und tschüss. Das war's dann. Ach ja, schön menschliche Gegner. Die habe ich vermisst. Ach ja. Das sollte reichen. Materiastufe. Lass uns mal gucken, was die Kerle hier getrieben haben. Barrett, Cloud, seht mal! Ups, sorry. Ich wollte gerade sagen, das sind bestimmt die Energiekerne. Was? Nichts drin?
4 von 4, 3 von 3, 3 von 3, oh oh. Sie befördern die Komponenten des Roboters über ein Liftsystem. Gut zu wissen. Dann lasst uns mal dazwischen funken. Die Fracht könnte zum Beispiel verschwinden. Wie willst du das anstellen? Mit dem Steuerpult des Lifts. Meinst du vielleicht das hier? Ja. Könnten ihn schwächer machen. Schlüsselkarten 0. Lässt sich der Lift bedienen? Mit einer Schlüsselkarte. Sucht alles ab! Ich sehe eine. Fündig geworden? Ja. Sauber. Dieser Heidegger wird sich noch umgucken. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich noch mehr, oder nicht? Da steht 0 von... was weiß ich. Das ist vielleicht noch eine geheime irgendwo. Aber selbst wenn, dann... ist sie anscheinend sehr gut versteckt. Na gut, versuchen wir es erstmal so. Hier steht was von M-Einheit. Ist das eine Komponente von ihm? Ja, eine Booster-Einheit, die mit Materialösung befüllt ist. Kannst du was drehen? Ich lenke den Lift zur Entsorgungsstation um. Wenn M-Einheiten entsorgt werden, können für den Airbuster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeit, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Überlege dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Was? Ich dachte, ich könnte ihn schwächer machen. Warte. Wenn du Einheiten entsorgen... wenn M-Einheiten entsorgt werden, können für den Airbuster vorgesehene Gegenstände erbeutet werden. Dies hat zwar keinen direkten Einfluss auf seine Kampffähigkeiten, aber mit den Gegenständen kannst du natürlich deine Reserven auffrischen. Das ist doch Schwachsinn. Ich klaue ihm Sachen und dann bringt mir das nicht mehr was. Ja. Die M-Einheit wird entsorgt. Selber nur Loot. Gefühl. Und es gibt 3 davon. Okay, weiter geht's. Achso, hier sind ja welche. Kommst du jetzt runter oder? Was passiert jetzt? Ja, whatever. Wir werden es irgendwann sehen, vielleicht. Ob die uns jetzt gerade wohl auch beobachten? Du hast Heidegger gehört. Live-Übertragung. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Grinst einfach nett in die Kameras. Nun gut. Wir kriegen das hin gegen den Bot. Vor allem, uns wurde gerade geteasert, dass wir gegen den Bot kämpfen müssen. Das ist auch nicht schlecht. Ich bin bereit. Es ist auf. Oh nein. Verzieh dich. Du kannst mich hier nicht treffen. Scheiße, wa? Haha. Oh, vielleicht doch. Oh, ausgewichen. Das staunste, wa? So, kümmern wir uns um den nächsten. Ah. Nein, okay. Ich hab's versucht. Ja, weißt du, was machen die so platt? Na dann. Loot hat die nächste Stufe erreicht. Nice. Ich glaube, die müssen wir sogar separat auswählen, ne? Materia Cloud. Müssen wir das selber auswählen? Glaub nicht. Anwendbar. Ich hätte schwören können, man hätte es aussuchen müssen. Naja. Offensichtlich ja nicht. Aber mir war so, als hätte ich das gemacht letztens. Mir war so. Habe ich irgendwas verpasst? Nein. Nur nochmal sicher gehen, alles nochmal hier zerstören. Und
wir müssen auf Karten achten. Guck mal, da liegt eine. Transport von B7 initiiert. Verstanden. Die Fracht aus B8 ist noch nicht hier. Und die Funkverbindung ist abgebrochen. Überprüf das. Eindringlinge! Ergreift sie! Hier ist Ebene B7. Wir nehmen die Kampfhandlungen auf. Keiner geht auf mich? Das wird's noch nicht. Und jetzt? Hier endet eure Tour. Ich merke schon, dass hier endet, ja? Wo willst du denn hin? Ich brauche nicht mal meine Fähigkeiten einsetzen, lol. Hier gibt es zwei Lifte samt Steuerpulten. Toll, dann können wir uns ja richtig austoben. Eine Karte? Eine, ja. Dann können wir also nur einen Lift umleiten, was? Schwere Entscheidung. Überlasse ich dir, Cloud. Ja, gut. Aber die Frage ist, was jetzt? Haben wir irgendwelche Eier? Steht da was die bringen? Dieser Lift transportiert etwas, das sich Gigabombe nennt. Hieß früher mal großer Bomber. Eine verheerende Waffe. Mit anderen Worten, Munition. Wenn wir die vernichten, hat der Robo weniger Ladung. Mit der Entsorgung von Gigabomben hat der Airbuster weniger Munition für seine verheerendsten Angriffe zur Verfügung. Ah, das ist gut. Je mehr von den Gigabomben entsorgt werden, desto weniger Angriffe mit großem Schaden kann der Airbuster durchführen. Überlege dir gut, welche Bestandteile du entsorgst. Nein. Warte, wo ist das andere? Dieser Lift transportiert einen KI-Kern. So ein Kern erhöht die Rechenleistung. Das Reaktionsvermögen des Roboters wird also gesteigert. Ein riesiger Gegner und schnell noch dazu? Wir sollten uns gut überlegen, wie wir ihn schwächen. Mit der Entsorgung von KI-Kernen hat der Airbuster weniger Leistungsfähigkeit für seinen Fingerschuss, einen Laserangriff mit Betäubungseffekt zur Verfügung. Je mehr KI-Kerne entsorgt werden, desto geringer ist also die Gefahr, durch den Fingerschuss betäubt zu werden. Ja, weißt du was? Da nehme ich doch klar die Bombe. Ich meine, wenn ich betäubt werde, ja, dann wechsle ich halt den Charakter. Wo ist das Problem? So. Dieser Lift transportiert eine Gigabombe. Und, hast du schon entschieden, was du entsorgen willst? Ja, die Gigabombe. Weniger Damage ist aber gut. Die Gigabombe wird entsorgt. Die Shinra-Deppen werden ganz schön blöd aus der Wäsche gucken. Wo ist diese Entsorgungsstation eigentlich? Irgendwo hier im Reaktor. So viel steht fest. Echt? Und da landet das Zeug, das wir umleiten? Ist sicher ein stolzes Sümmchen wert. Gut möglich. Dann sacken wir es ein. Spricht nichts dagegen. Wir müssen die Station nur finden. Ich meine, du könntest auch dieses Glas hier kaputt machen und die Bomben da rausnehmen. Ich weiß zwar nicht, wie du sie transportieren willst, ne, aber möglich ist alles. Na gut, gehen wir weiter. Ja, theoretisch ist ja vieles möglich in Spielen, aber praktisch eher nicht. Wir kennen es alle. Du bist in einem Spiel und denkst dir, Alter, mach doch einfach die beschissene Tür auf und dann bist du frei oder so Kram. Aber wir kennen das ja. Naja. Morgen geht es weiter. Morgen werden wir uns den Weg Richtung Todesmaschine bahnen. Und da wird einiges auf uns zukommen. Bis morgen. Ciao.